Die Investoren sind derzeit in einer Art kognitiven Dissonanz, da passt so manches nicht zusammen, denn sie sind bullisch für Aktien auf der einen Seite, aber pessimistisch für die Wirtschaft auf der anderen Seite. Und das hat vielleicht in der Sondersituation Corona Sinn gemacht, da ja praktisch Lockdown-Wirtschaft schmiert ab, gar keine Frage. Aber Liquiditätsflut der Notenbanken und die Flut hebt eben dann alle Boote, auch die Aktienboote. Dementsprechend konnte das vielleicht Sinn machen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Liquidität das entscheidende Thema ist für die Aktienmärkte. Aber jetzt haben wir die Situation, dass die Liquidität ja nicht mehr wird, zumindest jetzt nicht bei der Fed, sondern tendenziell wird diese Liquidität eingeschränkt, zunächst durch Tapering und möglicherweise dann durch Zinsanhebungen. Aber so etwas wie damals bei der Corona-Krise, als die Notenbanken all-in gegangen sind, das wird sich garantiert nicht wiederholen, und gleichzeitig erleben wir einen Wirtschaftsabschwung, der gekennzeichnet ist durch Lieferkettenprobleme, Materialmangel, diese ganzen Dinge, Energiepreise, Kostenexplosion, dadurch massive Inflation, gegenüber der die Notenbanken faktisch machtlos sind, wie ich Ihnen gleich zeige. Und inzwischen ist nämlich den Notenbanken auch die Kontrolle über die Märkte bereits entglitten. Aber dennoch ist man in den Aktien drin und will drin bleiben. Das zumindest zeigt die Umfrage der Bank of America. Und das, obwohl die Leute so optimistisch sind, die Leute, das sind die großen Investoren, so pessimistisch sind für die Wirtschaft wie seit Oktober 2020 nicht mehr, also seit einem Jahr. Man ist pessimistisch für die Wirtschaft, hat deswegen auf der einen Seite die Cashbestände mal deutlich angehoben, aber was bedeutet das? Geht man deswegen raus aus Aktien und sagt sich, oh, das wird mir jetzt zu heiß, diese Story? Nein, das bedeutet es nicht. Oben sehen wir, wie stark die Erwartung für die Wirtschaft nach unten gegangen ist in dem oberen Chart. Und in dem mittleren Chart sehen wir, wie praktisch die Allokation in Aktien sich kaum verändert hat. Also man bleibt einfach drin, man ist viel pessimistischer geworden, bleibt aber einfach sitzen und sagt, es hätte noch einmal gut gegangen. Es wird auch diesmal gut gehen. Und das ist eben diese kognitive Dissonanz, dieser Spannungszustand zwischen einer Überzeugung, einer Analyse, einer Handlung, einer Information, den Werten. Man sagt sich, ja, es wird ja schon irgendwie vorbeigehen, dementsprechend ist doch alles irgendwie nicht so schlimm. Gleichzeitig, hier sehen wir das nochmal, vor allem Inflation und China-Pessimismus sind hier ausschlaggebend. Gleichzeitig geht man raus aus Anleihen, weil man eben sich sagt, hu, Inflation, das ist nicht gut für Anleihekurse. Mithin erwartet man also steigende Renditen, und genau das ist derzeit der Fall. Wir haben jetzt bei der 10-Jährigen 1,63%, das ist der höchste Stand seit Juni, und wir sehen ein Allzeittief bei der Allokation in Anleihen. Alle wollen also raus aus Anleihen, ein Allzeittief wohlgemerkt. Normalerweise ist das schon ein ziemlich guter Kontraindikator. Warum könnte er das sein, wenn die Wirtschaft so stark abschmiert? Dann wollen die Investoren tendenziell wieder rein in die vermeintliche Sicherheit, nämlich in Anleihen. Also da vielleicht mal drüber nachdenken, dass das vielleicht gar kein so schlechter Zeitpunkt ist, jetzt mal die Gegenposition einzugehen. Was haben diese Investoren gemacht? Commodities sind sie long, vor allem im Vergleich zum Vormonat. Banken sind sie long, Equities tendenziell long, sie sind long Emmet Dollar, sie sind nicht long in Tech, erstaunlicherweise, obwohl der Nasdaq derzeit gut läuft, und sie sind vor allem eben nicht long in Emerging Markets und in Bonds, und sie sind inzwischen doch zur Überzeugung gelangt, Inflation, Transitory, vielleicht doch weniger, im September waren es noch 69%, die das gesagt haben, Transitory Inflation jetzt nur noch 58%, während 38% jetzt sagen permanent, im Vormonat noch 28%, also da hat sich was verschoben, man glaubt dieses Mantra der Notenbanken nicht mehr so richtig. Und man denkt sich auch, naja, also die Story mit den Unternehmensgewinnen, das wird schon wieder, wir werden jetzt so einen kleinen Dip bekommen, so einen kleinen Rücksetzer bei den Unternehmensgewinnen, weil von wegen die Kosten und so weiter für die Unternehmen durch steigende Energiepreise, aber dann geht das wieder rauf durch ein Wunder. Also man widerspricht sozusagen der eigenen Erkenntnis, dass vielleicht das alles nicht so transitory ist mit Inflation und dem Liefermangel. Und wir sehen hier, um jetzt mal in den Energiebereich zu kommen, dass natürlich vor allem Europa betroffen ist und China betroffen ist von diesem massiven Anstieg der Energiepreise. In den USA ist es auch nach oben gegangen, aber eben noch nicht so stark. Jetzt hat in China etwa
Die zentrale Planungsbehörde, Zeit, dass wir sowas auch einführen, am besten gleich bei der EZB lokalisieren, mit einem 5- bis 10-Jahresplan, warum die Inflation gar nicht existiert. Meine Damen und Herren, da wird sicherlich der eine oder andere sich finden lassen, der das dann begründet. Ich denke da an Marcello Fraccherino, wird auch eine faszinierende Position für ihn. Jedenfalls versucht man da seitens der Chinesen eben jetzt verbal die Preise kaputt zu reden. Das ist ein bisschen gelungen heute im späten Handel an den Future-Märkten. Die Kohl-Futures gefallen. In den USA etwa ist es so, dass man nach wie vor sehr stark von fossilen Energien abhängt. Da ist es 19% Kohle, da ist es 40% Erdgas und noch ein bisschen Öl. Also das ist der vorwiegende Faktor. Da ist also die Energiewende noch nicht ganz so weit wie bei uns in Deutschland. Und wir haben eben jetzt mit dieser Energiewende aber eben auch sonst ein kleines Thema. Wir sehen hier etwa mal diese untere Grafik. Das ist Rheden, ein Speicherort für Natural Gas, also für Erdgas. Rheden, das ist so um und bei zwischen Bielefeld unten und Bremen oben bei Vechta, wer das kennen sollte. Da ist das Lager so leer wie noch nie und das ist ein zentrales Lager für ganz Westeuropa. Dementsprechend keinerlei Anzeichen, dass Genosse Putin hier mehr Gas jetzt uns schicken würde, und das weiß er wahrscheinlich auch. Er sagt, okay, das war nicht mein Fehler, diese ganze Geschichte. Warum soll ich sozusagen jetzt irgendwie eure Fehler korrigieren? Aber er spielt da natürlich schon eine Trumpfkarte aus, und hier sehen wir, dass die Gas Supply, Öl und Gas Supply, also das Angebot an Öl und Gas, tendenziell weniger wird. Warum? Weil eben weniger gefördert wurde in den letzten Jahren. Das gilt ja als unsexy, als ungrün, als eben etwas, was man politisch nicht mehr will. Dementsprechend haben die Unternehmen weniger investiert. Dementsprechend ist auch das Angebot eben ein bisschen knapp. Und jetzt kommen wir mal zu dieser Metallsituation. Diese Metalle wie Aluminium, Kupfer, Zink, die ja so wichtig sind in so vielen Produkten. Da hat jetzt die Commerzbank heute die Prognose angehoben für den Preis dieser Metalle. Wir gehen davon aus, dass sich die Versorgungslage in einigen Metallmärkten zunächst noch weiter verschlechtert. Die Preise dürften in den kommenden Monaten hoch bleiben bzw. weiter steigen. Und das wird bedeuten, wenn hier die Produktion zurückgefahren wird, wie das jetzt kürzlich bei Zink der Fall war, wie das bei Aluminium der Fall war, wie das auch bei Kupfer teilweise der Fall ist, und dann ist weniger da an diesen Metallen, die so wichtig sind für viele Endprodukte oder Zwischenprodukte. Dementsprechend steigt eben der Preis, aber dann verschlimmert sich die Lieferkettensituation. Der Materialmangel, jetzt versucht zum Beispiel mal in meiner engsten Umgebung jemand ein Handy bestellt, jemand ein Laptop bestellt. Alle haben gesagt, online, nee, ist leider nicht lieferbar. Wir wissen auch nicht, wann es lieferbar ist. Man muss jetzt direkt in die Läden reingehen, in die Elektronikmärkte, wenn man da noch was bekommen will, hat man den Eindruck. Also das sind aber nicht nur Elektronikgeräte, es sind Sofas, wo Aluminium drin ist, es sind so viele Bereiche, wo das alles drin ist. Hier sehen wir mal die Energieträger seit Jahresbeginn, wie sie sich hier darstellen, leicht steigend. Und man liest eben jetzt auch immer mehr in der Presse, Spritpreisexplosion wird immer schlimmer, warum sie jetzt noch schnell tanken sollten. Ab 1.1. steigt ja die CO2-Abgabe dann wieder, dann ist praktisch die 2-Liter-Grenze, die 2-Euro-Grenze für einen Liter super wohl garantiert. Und jetzt kommen wir zu den Traumtänzern. Und die stellen jetzt fest, dass sie Traumtänzer sind. Nämlich heute interessante Bemerkungen vom eigentlichen Kopf der EZB, von Philip Laney, der Chefvolkswirt der EZB, der gesagt hat, ja, also es ist schon eine Herausforderung zu verstehen, was die Märkte da einpreisen. Das stimmt nicht mit unserer Forward Guidance überein, also nicht mit unserer Erwartung, die wir formulieren, also praktisch unsere Zukunftsprognose, die ja praktisch als Planwirtschaft dann auch als Realität gesetzt wird. Und hier sagt man dann, die Märkte haben noch nicht voll unsere Forward Guidance absolviert. Also das ist so, wenn eine Planungsbehörde feststellt, dass die Realität anders ist, dann muss die Realität sich ändern an die Ansprüche der Planungsbehörde und nicht umgekehrt, meine Damen und Herren. Genau das ist das, was Philip Laney hier sagt, wenn man es mal übersetzt. Also das könnte auch in einem kommunistischen Land wie China der Fall sein oder wie einst in der DDR. Es wäre jetzt nicht so erstaunlich. Und wir sehen, es geht mit den Renditen weiter nach oben. Die 10-jährige US-Staatsanleihe hatte ich vorhin schon erwähnt, aber auch Bundesanleihe geht nach oben.
Und hier ein Artikel etwa beim Bloomberg, der eben sagt, ja, die Zentralbanken, die haben jetzt das Problem, wie sollen sie auf diese Inflation reagieren? Weil die ganze Geschichte ist jetzt außerhalb ihrer Kontrolle. Und das riechen die Märkte, das spüren die Märkte. Die Notenbanken haben ja nur ein Mittel, nämlich Verbalrhetorik, indem sie eben den Märkten sagen, oh, du hältst dich nicht an unsere Planung, das ist fein, nett, schön. Das ist das eine. Und das andere ist eben Geld drucken. Aber das hilft in dieser Situation nicht. A, nicht um die Inflation zu bekämpfen, im Gegenteil, B, nicht um Lieferketten, Materialmangel, massiv steigende Energiepreise zu bekämpfen, im Gegenteil, also sind sie faktisch machtlos und die Märkte, zumindest die Anleihenmärkte, beginnen das zu raffen, die Aktienmärkte, die sich ja immer auf die Allmacht der Notenbanken verlassen haben und da ihr Mandat rausgezogen haben, die sind noch ein bisschen anders unterwegs mit einer etwas längeren Leitung. Kurzer Blick nach China. Evergrande hat jetzt interessanterweise einen Yuan-Bond bezahlt. Also man hat die Verpflichtungen, die Auszahlungen hier vorgenommen an Yuan-Bond-Halter, also an diejenigen, die ihre Anleihe in der heimischen chinesischen Währung gezeichnet haben. Die Dollar-Anleihen hat man bisher nicht bedient und wenn das nicht bis 23. passiert, was ist das? Das ist, glaube ich, Freitag oder Samstag. Heute ist der 19., muss ich mal rechnen. Ja, das ist am Wochenende. Wenn das also nicht bis zum Wochenende passiert, dann wird das als offizieller Default gewertet, also praktisch als Zahlungsausfall, was bei den Ratingagenturen dann eine Kaskade an Abstufungen hervorrufen würde. Heute interessant, das Bitcoin-ETF erstmals gehandelt. Und das heißt lustigerweise auch noch BTFD, also Buy the Dip. Sie kennen das vielleicht. Also das zeigt so ziemlich alles, was da los ist. Ziemlich hohes Volumen, allerdings immer kleine Positionen, wie man hier oder wie Eric Balchunas festgestellt hat. Also es ist jetzt nicht gerade der Großinvestor, der sich da tummelt, aber dennoch ist was los. BTFD, das ist an sich schon mal ein Witz. Und nicht so richtig witzig ist die Lage in UK. Okay, hier sehen wir leere Regale. Jetzt hat die Business Leader Organization, also ein Zusammenschluss von Geschäftsführern, von Unternehmensleitern, die Regierung gewarnt. Also das wird bis mindestens 2023 so gehen. Die Briten haben ja so eine Art Situation in, wie soll man sagen, in Potenz zu dem, was wir hier haben. Hier sieht man wirklich leere Regale. Bei uns muss man schon aufs unterste Regal gucken, das leer ist. Da ist teilweise noch etwas mehr leer. Und wer darunter leiden wird, das sind eben die Small Businesses. Das ist insgesamt eben die Wirtschaft. Deswegen werden auch die befragten Fondsmanager eben pessimistischer, weil ganz klar ist, das drückt auf so viele Firmen, auf so viele Lieferketten. So viele kriegen ihre Produkte nicht, können das nicht verkaufen, können das nicht produzieren. Schicken ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit, müssen die vielleicht sogar entlassen. Da erleben wir also einen Wirtschaftsabschwung und das wird dauern, bis dann eben die Nachfrage auch geringer wird. Derzeit haben wir die Situation, dass das Angebot zu gering ist, aber die Nachfrage noch da ist. Wenn die Wirtschaft jetzt abschwächt, weil eben Energiepreise etc. etc., dann wird auch irgendwann die Nachfrage schwach und dann oder schwächer und dann kommt das mal irgendwann ins Gleichgewicht. Vielleicht ist dann die Nachfrage sogar geringer als das Angebot und dann erleben wir das Gegenteil. Dann könnten wir sogar deflationäre Tendenzen sehen, mithin also Preissenkungen. Hier eine interessante Umfrage, meine Damen und Herren, von Gallup, und zwar eine global durchgeführte Umfrage. Und da sagt man, oder fragt man, welches Land ist denn sozusagen der globale Leader, also der sozusagen wirklich vorangeht mit einer Art Führerschaft? Und Sie werden es nicht glauben, Deutschland ist da mit Abstand die Nummer 1. 52% haben Deutschland hier die Stimme gegeben, deutlich weniger die USA, Russland oder gar China. Nun müssen das offenkundig nicht Deutsche gewesen sein, die zumindest nicht allzu nah hier dran sind. Ja, es läuft ja vieles auch gut in Deutschland, aber manches läuft eben auch nicht so gut. Und man hat nicht das Gefühl, dass es jetzt in den letzten 1, 2, 3, 4 Jahren besser geworden ist. Es ist so ein bisschen dieses Kohlsche Aussitzen, was auch Merkel ja gemacht hat. Wir gucken mal, was mit der Digitalisierung wird. Da sind wir ja so spätes Mittelalter. Da sind afrikanische Länder uns teilweise weit voraus. Also das ist natürlich, ja, wir haben eine gewisse politische Verlässlichkeit. Wir haben jetzt auch bei dieser Wahl keine extreme Linke, keine extreme Rechte gehabt, die gewonnen hat, sondern es war durchaus eben eine Mitte. Aber noch geht es den Leuten eben gut, noch spürt man nicht diesen Abschwung, noch geht man in Kurzarbeit und kriegt dafür das Geld. Das ist vielleicht das Thema. Heute, by the way, noch kurz erwähnt, Netflix, die Quartalszahlen werden wir bringen bei Finanzmarktwelt um 22 Uhr.
10 von den letzten 13 Malen ist der Kurs dann gefallen, weil die Zahlen enttäuscht haben. Die Aktie nicht so gut gelaufen seit Reopening der Wirtschaft. Das wird also ein Hingucker, wird vielleicht auch für die Stimmung im Nasdaq wichtig. Und dann möchte ich verweisen auf meinen Artikel Materialmangel, Lieferkettenprobleme, warum es noch schlimmer wird. Es wird erst noch schlimmer, bevor es dann irgendwann besser wird, weil eben dann die Nachfrage sinkt. Schauen Sie sich diesen Artikel mal an. Mit Aussagen auch der Commerzbank. Heute übrigens, wenn ich das erwähnen darf, 1987 ist der Jahrestag, also 19.10. Da gab es den Black Friday, den Black Monday, nicht den Black Friday. Damals ja, der Dow Jones 22% gefallen. Heute entspräche das einem Verlust von 8.000 Punkten. Das wäre sportlich. Und besonders hinweisen möchte ich Sie noch auf Eurozone und Euro-Schluss mit dem Weg, der in die Katastrophe führt. Hier mal eine Abrechnung mit der EZB-Politik, die uns alle wahrscheinlich ein Stück weit in die Katastrophe führen wird, mit einer ja, Planwirtschaft, wie wir sie schon Philip Laney vorhin, dem Chefvolkswirt, gesehen haben. Das ist schon geradezu grotesk und wir müssen langsam überlegen, was wir machen können, damit wir das beenden, denn das ist mit Sicherheit ein Weg, der in die Katastrophe führt. Lesen Sie dazu den Artikel meines Kollegen Hannes Zipfel, also zwei Artikel, meine Damen und Herren, Hausaufgabe heute Abend, Materialmangel etc. und der zweite Eurozone, da möchte ich Sie dringend darauf hinweisen und wünsche jetzt einen schönen Feierabend. Servus und ciao.